mag es auch wie ein Klischee erscheinen. Der Klang des Dudelsacks gehört noch immer zu Schottland, wie die Bratwurst zu Nürnberg. Und auch der Schottenrock ist selbst in Glasgow nicht Kostümierung, sondern noch stets ganz und gar traditionelle Männermode. Die Freundschaft zwischen Nürnberg und Glasgow wächst und gedeiht seit 1954. Heute verbindet die beiden Städte, die 1985 ganz offiziell eine Partnerschaft eingingen, eine Vielfalt von Beziehungen. Im 19. Jahrhundert war Glasgow the second city of the empire. Durch industrielle Revolution und intensive Handelsbeziehungen zu Nordamerika äußerst wohlhabend geworden. Davon zeugen noch heute prachtvolle viktorianische Bauwerke und 70 Parks, die Glasgow zur Gartenstadt Europas machen. Mit dem Niedergang der Schwerindustrie und der Schließung der Werften geriet die Stadt ab Mitte des 20. Jahrhunderts in eine schwere Krise. Doch inzwischen hat die größte Stadt Schottlands einen neuen Höhenflug angetreten und sich zum modernen Medien- und Dienstleistungszentrum gewandelt. Vor allem aber hat Glasgow sich zur strahlenden Kulturmetropole entwickelt, was ja schon 1990 den Titel Kulturstadt Europas einbrachte.